Hallo liebe Angelfreunde, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Babs Angelvideoblog. Ich war mit meinem Angelkumpel Takahiro Omori am Lake Okeechobee in Florida unterwegs. Und zwar fanden dies Jahr die Bassmasters an dem Gewässer statt und der Tak musste sich zu der Zeit ein bisschen vorbereiten auf den Wettkampf. Und er selbst war zwar schon an dem Gewässer angeln, allerdings war das auch schon wieder 5 Jahre her und das Gewässer hatte sich in der Zeit einfach ein bisschen verändert. Mein Thema daher heute: Wie bereitet sich ein Profi auf einen Wettkampf vor? Oder vielleicht ein bisschen greifbarer für viele: Wie knacke ich am schnellsten unbekanntes Gewässer? Als erstes gilt es natürlich, so viele Informationen wie möglich im Vorfeld über das Gewässer zu sammeln. Dabei helfen zum Beispiel Google Maps Karten. Die schaut man sich an, guckt, wo sind Buchten, wo sind Inseln, wo ist ein bisschen Struktur und so weiter. Vielleicht findet man ja auch Tiefenkarten zu dem Gewässer. Das wäre natürlich der Jackpot, weil man da denn dann die Kanten richtig anfahren kann. Und ein weiterer Punkt, was man machen kann, sind historische Daten sammeln. Das bedeutet also, Fänge, die an dem Gewässer gemacht wurden, analysieren. Vielleicht findet man ja irgendwas im Hintergrund, was darauf schließen lässt, an welchen Stellen die Fische gefangen wurden. Das zur Vorbereitung. Natürlich spielt das Wissen um die jahreszeitlichen Standplätze der Fische eine enorme Rolle. Das bedeutet also, kurz gesagt, in welcher Tiefe stehen die Fische zu der Jahreszeit, wo man da angeln möchte. In unserem Fall haben sich die Schwarzbarsche gerade zum Laichgeschäft in 1,50 Meter Wassertiefe versammelt. Ein weiterer Punkt ist das Thema Transitzonen. Das bedeutet also generelle Standplätze der Fische. Im Vorfeld schaut man sich Google Maps Karten an und macht genau diese Transitzonen aus. Zum Beispiel jetzt nur zum Beispiel Ein- und Ausläufe oder Verengungen oder sonstiges. In unserem Fall wussten wir, die Fische stehen flach. Das heißt also, Ein- und Ausgänge zu flachen Bereichen waren mega interessant. Auch waren Krautkanten super interessant. Und zwar war das an diesem Gewässer, gab es präparierte Wasserstraßen. Das bedeutet also eine Straße, die vom Kraut befreit wurde. Und genau an der Kante zum Kraut standen die Fische. Was mich sehr beeindruckt hatte, war, dass Tak einfach auf dem Wasser andere Angler angesprochen hat. Er hat einfach nachgefragt. Er hat gefragt, hast du schon was gefangen? Wo stehen die Fische? Wie viel? Und so weiter. Einfach nachfragen. Ne? Und also das war insgesamt ein mega interessanter und sehr informativer Angeltag. Und dieser Beitrag folgt jetzt. Viel Spaß! Ich bin immer noch in Florida. Heute ist es ein bisschen bedeckt und windig, so dass ich keine Lust habe, raus aufs Meer zu fahren. Aber ich habe trotzdem Bock zu angeln und deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg zu dem drittgrößten Süßwassersee in ganz Amerika. Das ist der Okeechobee. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auch genannt The Big O. Ein sehr großes Gewässer, ca. 60 mal 40 oder 50 Kilometer lang und breit und also riesengroß. Große Gewässer produzieren große Fische. Ich hoffe, ich fange da einen großen Schwarzbarsch. Historisch gesehen ist der Okeechobee mitverantwortlich für die Everglades, für die Entstehung der Everglades. So, aber jetzt Historie beiseite. Ich fahre dorthin und treffe meinen Bekannten Takahiro. Takahiro fischt in der Elite-Serie, also in der Elite-Serie der Bassmasters, fischt er mit und er trainiert dort gerade. Dann hat er sein Boot und hat gefragt, komm doch vorbei und wir gehen zusammen fischen. Habe ich mich natürlich riesig gefreut und da bin ich jetzt auf dem Weg. Thank you.
Ja, das ist gar nicht so einfach. Der Tag war das letzte Mal hier vor 5 Jahren und das hat sich hier alles ein bisschen verändert, weil die Inseln, das sind teilweise ja schwimmende Inseln, die ständig in Bewegung sind. Manchmal sind Wege, die verändern sich und dann ist ein Weg, der früher mal frei war, ist jetzt wieder zugewachsen. Und weil der Tag sich ja auf seinen Wettkampf vorbereitet, muss er dieses Gewässer halt ein bisschen abfahren und erkunden. Das machen wir alles mit ihm gemeinsam. Immer so voll mit 250 PS und so. Was wir im Prinzip jetzt suchen, ist ganz klares Wasser, weil die Schwarzbarsche ja sehr stark Sichträuber sind und viele Partien des ganzen Gewässers sind sehr trüb. Erstmal haben wir jetzt kurz Pause gemacht. Ein Bass hatten wir eigentlich schon gefangen und ich hoffe, dass wir jetzt am Nachmittag dann ein paar Stellen nochmal ein bisschen richtig intensiv beangeln. Ja, das ist jetzt einer dieser Inseln. Die sieht so aus, als wäre sie fest. Aber ich will ja nicht darüber laufen. Ich sink ja da direkt ein. Es hat alles schwimmende Insel. Da ist alles voller Wasser. Da kann man leider nicht an Land gehen. was the second or the third cast, right? Ja. Ja, hier. Also wir sind hier in einem Area voller Kraut und so. Und er hat den dritten Wurf gemacht und hat jetzt eben Black Bass gefangen. Yeah, yeah, super. That's good. Yeah. Wow. Oh. So, ich bin jetzt wieder auf den Boom umgestiegen, am Offset-Haken, ohne Gewicht. Weil wir die Strecke hier ein bisschen langsamer auch abfahren. And you fish the frog? Yeah. Still the frog? Jetzt ein paar Bisse und ja, wir scheinen sie gefunden zu haben. The bass are here, right? A lot of bass here. Top of the frog like this. Looks good. Go over all those places and hole. Maybe have a bed. And the water is clear, nice. Trust this, like afternoon, that's when they're gonna bite. Mm-hmm. So now the time to catch some big fish. Das ist genau das, was wir halt gesucht haben. Klares Wasser. Oh, da ist einer weggeschwommen. You gotta cast to the every hole. You see, because you never know where the beds are. Er sagt, er macht überall da, wo er jetzt ein Loch sieht, macht dann Wurf hin. Er weiß halt nie genau, wo sie stehen. Vorsicht! Yeah, I got a bite! Oh no! Yeah, it's fish on! Oh, I'm really far away! Yeah! Oh, it's still on! But I make a long cast! Ich weiß nicht, ob er noch dran ist. Ooh, I don't know, it's a fish on or off. I feel nothing. Oh. It's on. Did you see the fish? No. Oh no. Wait, here. Ich hatte aber ein Biss. Nee. Mist! Hatte ich einen langen Wurf gemacht, extra, damit ich weit weg vom Boot bin. Und hatte auch einen Biss. Dann muss man natürlich den ganz schnell an die Oberfläche kriegen. Mist. No more frog. Careful time. Hm?
I missed it. Okay. No. What are you doing there? This is not a fish. But you have a bite, right? Yeah, I have a fish. It just come off. Actually missed it. So, da hat der Tag jetzt doch auf Senko gewechselt und hat sein Senko sogar so ein bisschen gepimpt hier mit so einem Düdelün. Oh, secret. Yeah, oh, no, not yet. Und hat tatsächlich nach dem zweiten Wurf einen Schwarzbarsch gefangen. Good job. Ich wechsle jetzt auch wieder. Lala, direkt an der Krautkante gebissen. Auf den Wurm, total super. Also auf den Senko. Schöner Fisch. Ja. Und noch einer. Der ist schon schön aus dem Wasser rausgesprungen. Ein ganz kleiner. That's the smallest bass you ever saw? Yeah, but it's a fish. That's the bass. And I'm small too, so. Hier, erstmal zeige ich euch den. Ganz klein und süß, aber wunderschön. This is the smallest bass in the Lake Okeechobee. You think so? Yeah, no, I think it's more bigger. Ja, einer muss ja die kleinsten Fische fangen, hä? Huh? Hey, crazy. Kameras an. Ja. Picture on my camera too. Yeah, we can do. Yeah. Wait. Ach, ich muss erst mal den Haken lösen. Der hat direkt am Boot gebissen. Ich habe nur kurz runtergelassen. Wieder so, it's not the smallest one, but it's... No, second smallest Second smallest mass in the whole lake. Oh, that's a bigger one. Cool. Look. Yeah. Looks good. Just this. But I got it. But you got it, right. Yeah. A beautiful fish. Good. Good job. Yeah. Da hinten hat er gebissen. That's the same spot I had. Yeah, I know. The same spot. Come. Not so big like your fish, but fish is fish. Hui. Ja, war der schön. Kann er sieht wirklich ganz schön aus. Dunkelgrün. You want to wait? Yes. I think it's maybe 10 kilos or. 2 pounds. Oh. 2 pounds 0. Could be a little bit bigger, but... No. 2 pounds. Ist das süß? Da geht der Papa mit seinen 2 Mädels angeln und hat auch noch ein paar Ballons gefunden, die er aufgesammelt hat. Das ist, alle sind so glücklich. Jetzt haben sie einen Fisch gefangen. Yeah, it is. Hey, tell them what that is. Hadrilla Gorilla.
Süß, die Kleinen, oder? Ach Gott, die Kleine hat noch ihren Schuh verloren. Ich hatte nur einen Schuh an. Echt toll. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen Tipp für euch rausziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe ganz doll, dass wir uns natürlich in der nächsten Woche wiedersehen. Tschüss!